Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegin Mihalic, da muss man mal wirklich drauf kommen. Ja, also Robert Habeck nach dieser Gasumlagen-Desaster, was hier aufgeführt wurde, als leuchtendes Beispiel für Klarheit und Führung hier zu preisen. Das ist wirklich selten behämmert, muss ich schon in aller Klarheit hier so sagen. Also die Freunde der CDU-CSU haben heute beantragt, über Deutschland ein Jahr nach der Bundestagswahl zu sprechen. Zunächst möchte ich natürlich auch über Sie sprechen. Ein Jahr danach ist die Situation die Kollegin Mihalic hat gesagt, dass Ihr Fraktionsvorsitzender Friedrich Merz irgendwie am Wochenende offenbar zu lange in irgendeinem AfD-YouTube-Channel rumgesurft ist und ukrainische Flüchtlinge als Sozialtouristen diffamiert. Und dem ist noch nicht genug. Einige Abgeordnete der CDU-CSU beklagen sich darüber, ja, dass also Demokraten den Faschisten in Italien nicht zum Wahlsieg gratulieren wollen. Das ist der Zustand ein Jahr nach der Bundestagswahl. Das ist sehr, sehr traurig, liebe CDU-CSU. Nun aber zu den eigentlichen Problemen nach einem Jahr dieser Bundesregierung. Ich möchte es vielleicht zusammenfassen, sinnbildlich in einer Meldung, nämlich in zwei Meldungen vom 28.09. Dort konnte man in der ersten dpa-Meldung lesen, DAX-Manager mit 25% Lohnplus. Im Durchschnitt verdienen diese Leute 4 Millionen Euro. Muss man sich mal reinziehen, 4 Millionen Euro. Das bedeutet, dass diese DAX-Manager verdienen im Schnitt 53 Mal so viel wie ihre Angestellten. Die TU München schreibt dazu, der Gehaltsanstieg wurde getrieben durch die Explosion der Gewinne im abgelaufenen Geschäftsjahr. Das ist im Übrigen eine Verhöhnung, diese Summen, für jeden, der hart arbeiten geht, um das auch mal in aller Klarheit zu sagen. Und am selben Tag, 20 Minuten später, kam die nächste dpa-Meldung, in der es heißt, ich zitiere, mehr als 1 Million Menschen versorgen sich bei den Tafeln. Dort gibt es übrigens mittlerweile fast flächendeckend Aufnahmestopps, weil sie die Menschen nicht mehr versorgen können. Was sind das bitte schön nach einem Jahr, und das ist Ihre Verantwortung, für perverse Zustände in diesem Land? Was für perverse Zustände? Und wenn Sie, Sie bezeichnen sich ja als Fortschrittskoalition, glaube ich, haben Sie da auf Ihren Vertrag drauf geschrieben, wenn Sie wirklich eine Fortschrittskoalition wären, dann würden Sie ein großes Bündnis und all Ihre Macht in die Waagschale werfen, damit kein Mensch mehr auf Tafeln in diesem reichen Land angewiesen ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist mal die Sachlage. Und dann kann ich Ihnen ja mal nur empfehlen, also insbesondere auch vielleicht den FDPlern oder so, gehen Sie doch mal in einen normalen Discounter, also Samstagmorgens so zu Aldi oder so. Das sollten Sie mal hingehen. Ja, Sie hängen wahrscheinlich meistens da im Delikatessenabteilung im KDW oder so rum. So. Aber der Austernpreis interessiert mich herzlich wenig. Ich meine das schon ernst. Gehen Sie mal bitte in den Discounter und dann gucken Sie sich da mal die Menschen an. Die stehen vor dem Kühlregal und überlegen, ob sie sich das von Butter jetzt noch leisten können oder nicht. Dann stehen sie an der Kasse. Da muss man doch mal zuhören, wie Menschen miteinander reden. Und da sprechen sie darüber, dass sie für denselben Preis, sagen wir mal 50 Euro, damals bei Aldi oder Lidl, was weiß ich, wo man am Wochenende dann einkauft, dass sie dort einen Wagen voll hatten für die Woche. Jetzt ist er nur noch halb voll. Das müssen Sie doch irgendwie zur Kenntnis nehmen. Und dieser Koalition fällt dazu überhaupt nichts ein. Wenn Ihnen überhaupt noch irgendwas einfällt, das gilt übrigens auch für ehemalige Bundespräsidenten, die im Jahr irgendwie 250.000 Euro Ehrensold bekommen und dann noch mit zynischen Spartipps zu kommen, wie zum Beispiel der große Waschlappenhinweis des politischen Waschlappens Kretschmer. Dann noch kommen, irgendwie spart mal bitte. Wie wirkt das denn bitte auf Leute, die schon ihr Leben lang sparen müssen? Was für ein Zynismus. Das ist wirklich nicht zu fassen. Und insofern haben wir nicht nur ein Armutsproblem, sondern wir schlittern in ein grundsätzliches Demokratieproblem rein. Und das scheint ja bei einigen hier überhaupt gar nicht anzukommen. Also auch noch mal ganz grundsätzlich. Ein grüner Minister lädt die Bosse ein, um eine Verordnung zur Gasumlage zu schreiben, was ja übersetzt gesagt nur, da kommen die Bosse und Unternehmer und schreiben in eine Verordnung der Bundesregierung, wie viel denn die Bevölkerung jetzt zahlen soll, damit sie ihre Gewinne irgendwie klar haben. Ja, das ist ja mal die Sachlage. Da packst du dir doch an den Kopf, was hier eigentlich los ist. Und auf der anderen Seite
Ja, ich will ja einen konstruktiven Vorschlag machen. Man könnte doch mal die Wohlfahrtsverbände, die Volkssolidarität, die AWO, solche Leute könnte man doch mal einladen, dass sie vielleicht mal eine Verordnung schreiben, wie man denn den 1% der Reichsten in diesem Land etwas abnehmen kann, um es den Armen zu geben. Das wäre doch mal vielleicht etwas ganz Neues. Denn 1% in diesem Land besitzen 1/3 des gesamten Vermögens. Nun verstaatlichen Sie ja, um damit abschließen zu wollen, Unipa. Da kann ich Ihnen nur zu gratulieren. Das ist der richtige Weg. Aber bitte jetzt nicht Halt machen, sondern wenn Sie jetzt schon dabei sind, ist es an der Zeit, die Energieversorgung in diesem Land endlich wieder im Sinne der Demokratie und der Menschen in öffentlicher Hand zu übertragen, übersetzt gesagt zu verstaatlichen. Danke. Dafür werden wir kämpfen, denn nur so können wir die Demokratie schützen und Armut bekämpfen. Vielen Dank.